Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht tatsächlich weiter mit unserem 2JZ-Goldbarren. Wir waren auf der Nordschleife. Es war unglaublich, dass wir wieder zurück sind, aber hat einfach nur Bock gemacht, die Kiste. Ich werde es nicht vergessen, wir sind losgefahren. Albert war unser Fahrer für den Tag und er dachte so eher so, ey, wollen wir nicht lieber ein Kombi nehmen oder einen Bus nehmen oder wie auch immer, weil der dachte, das Ding fährt hier mit dem Sauger nicht. Und nach wenigen Kilometern hat sich aber herausgestellt, dass die Kisten selbst als Sauger schon echt fahren. War ein geiles Erlebnis. Wir haben wirklich einen coolen Tag verbracht, hat alles durchgehalten und so weiter. Auto ist auch direkt hier zu Flo in der Werkstatt gegangen und es ist tatsächlich so, Saugermotor ist draußen, Turbomotor ist auch draußen und jetzt geht es nämlich direkt wieder los, dass der da wieder reingeht. Mhm. Du konntest alles ausbauen ohne hier vorne. Junge! Ja. Alter. Also wirklich Wahnsinn. Also die Kiste hier. Könnte auch ein Hubschrauber sein hier, ne? Also die Lüfter sind ja schon krass. Hier die Kiste hier sind alle Schrauben, um Motor, Auspuff, Diff hinten, ja eigentlich die ganze Technik auszubauen. Also ich habe noch nie so wenig Schrauben gelöst, um einen Antriebsstrang auszubauen. Das haben sie ja auch krass gemacht hier, dass die ganze Achse Stehbolzen hat, ne? Ja, ja, genau. Wo die ransteckt und Mutter dann. Wobei ne? Das hier kannst du, dieses Dreieck kannst du einzeln abschrauben und hast dann nur diesen Achsrahmen. Mhm. Also quasi einmal eine Traverse unten drunter. Und dann einfach plopp komplett raus, ne? Genau. Einfach nach unten. Cool. Nicht Hochzeit, scheiden lassen. Ja, dann gucken wir mal, was alles so anders oder gleich ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Getriebe an. Mhm. Aber erstmal müssen wir uns einmal diesen GTE-Motor hier angucken. Also ihr seht hier, Turbolader Nummer 1. Und genau gespiegelt dazu Turbolader Nummer 2. Mit diesem Hitzeschutz da drauf erkennt man den fast gar nicht, ne? Mhm. So, jetzt ist das Prinzip dahinter folgendes, muss ich auch erstmal verstehen. Müssen wir auf jeden Fall ein paar Bilder einblenden, weil wir bauen die nicht ab, die bleiben so drauf. Wir haben einen Abgaskrümmer, der quasi jeweils drei Zylinder an einen Turbolader schickt. Dieser Abgaskrümmer dazwischen ist aber verbunden. So, jetzt haben wir hier eine Klappe in der Downpipe. Und was macht diese Klappe in der Downpipe? Relativ einfach, sie macht wirklich einen Auslass von dem Turbolader zu. Also das heißt, die drosseln quasi den einen Lader, indem sie dahinter einfach zumachen. In dem Moment muss aber die Luft vor dem Turbolader im Abgaskrümmer, die sind nämlich verbunden, die beiden in der Mitte, zu dem anderen Turbolader rüber. Und so schaffen die es tatsächlich, dass untenrum erstmal nur ein Lader angetrieben wird und ab Drehzahl X aufgemacht wird und beide Lader angetrieben werden. Und dann haben wir noch pro Turbolader eine Wastegate-Dose, worüber der Lader geregelt wird. Das ist schon was. Wie funktioniert das Ganze ohne Klappe? Also wird ja wirklich später wahrscheinlich, ja. Später Ladedruck aufbauen, ne? Ich denke auch leider, der wird später anfangen. Sonst so ist das ehrlich gesagt alles gar nicht so klein, wie ich finde. Nee. Also, ich sag mal so, mein Limo-Verdichtergehäuse ist definitiv nicht größer. So, mit Sicherheit ist das ganze Laufzeug da drin deutlich größer. Ja. Aber die Größe ist schon cool. Das heißt, was hier auf jeden Fall ganz wichtig sein wird, bevor wir es einbauen, müssen wir auf jeden Fall einmal die ganzen Leitungen, die man am Ende vielleicht nicht mehr sieht, weil ich kann mir vorstellen, dass hier unendlich viele Leitungen reingehen. Ja. Gerade die man nicht mehr sieht, dass man die auf jeden Fall Unterdruckleitung einmal alles checkt, ob die schon irgendwo ein bisschen porös werden oder ähnliches. Ne? Ventildeckeldichtung müssen wir einmal machen, da ist er undicht. Ist er ölig, ist er fröhlich. Ja, da hinten ist ein bisschen, aber sonst ein bisschen Schmalz. Ist das Ding echt furztrocken, ne? So, Downpipe haben wir ja gesagt, bleibt alles so. Das heißt, das kommt alles so 1:1 wieder rein. Ja. Es gab mittlerweile schon Leute, die haben mich angeschrieben, dass auch TÜV-eintragungsmäßig auch mit Downpipe, Ladeluftkühler und so weiter auch was geht. Aber wir wollen es wirklich einfach so, wie es ist, erstmal wieder einbauen. Das soll einfach erstmal. Ich denke auch, alles erstmal so einbauen, Schlüssel umdrehen, gucken, was passiert. Natürlich, wir können einmal gleich Zahnriemen gucken, dass er halt jetzt nicht komplett Vollbaustelle ist, weil sonst können wir natürlich jetzt tauschen. Ja. Und mehr würde ich auch gar nicht machen. Wobei, eigentlich hast du hier im Auto auch noch so viel Platz, da kannst du dich zwischenstellen vorne. Ne? So, Getriebe. Wir machen jetzt mal ein bisschen erstmal als allererstes einen Check, was überhaupt an dem Fahrzeug wirklich anders ist und was nicht anders ist. Also klar, Getriebe hat eine andere Kennung. Ja. Also 3F wird wahrscheinlich das Getriebe generell sein. Das ist ein 310er und das ist ein 300er. So, hier steht auch J3 und da J2. Dass es ein bisschen anders ist, ist klar. Ich denke schon, dass es besser ist, komplett das Turbogetriebe logischerweise zu nehmen. Ja, klar. Ich meine, sonst so, was den Stab fürs Öl und was den Karum so angeht. Ist alles gleich. Sieht der Stecker gleich aus. Stecker sind gleich. Selbst das ist alles identisch, ne? Ja. Krass. Nee, aber das lassen wir komplett auch so erstmal, wie es ist. Aber weiß ja nicht, ob irgendwas an der Übersetzung anders ist und so weiter. Das ist auch ein guter Punkt, das müssen wir gleich noch als nächstes gucken, ist Diff. A mit Sperre und B die Übersetzung, ob die gleich ist.
Hat aber auch schon eine krasse lange Anlaufbrücke hier. Also das ist kein Wunder, dass die so rennen, die Sauger hier. Macht das viel aus, wie groß sie ist? Naja, die Größe nicht, sondern nur die Kanallänge, also die Ansauglänge. Wobei man eigentlich tendenziell sagt, langer Kanal ist eigentlich eher fast sogar für Drehmoment, kurzer Kanal für Drehzahl. Okay. Deswegen hat der ja wahrscheinlich so viel Drehzahl. So viel Drehmoment, sorry. Ja, was kann man sonst so sagen? Ja, Riemen einmal neu, ne? Wie ist das hier bei... Das ist anders. Wobei sie selbst die sehen erstaunlicherweise... Genau, also der untere ist gleich. Selbst die sehen relativ gleich. Der untere ist gleich, der obere ist Tatsache anders, leider. Warte mal, wo habe ich denn den Kühler hingepackt? Ja, der Kühler weiß ich, erinnere mich. Genau. Also da ist oben der Anschluss anders und leider ist der Kühler vom Turbomotor auch undicht oben. Mhm. Also es ist, Größe ist gleich, es ist nur der Anschluss anders. Wie war das mit dem Getriebekühler? Hat der hier auch oder hat der nicht? Auch genau gleich. Getriebekühler heißt hier unten sind nochmal zwei Anschlüsse dran? Nee, die waren hier. Ja, der die hier. Gehen, genau, die gehen in den, nee, warte. Nee, ja. Das hier ist Getriebekühler, genau, ja, ja. Die beiden. Geil, hat ja selbst sowas hier, ne? Ja. Kannst du perfekt Kühlwasser ablassen. Also du sagst, ist tatsächlich relativ gleich an den Autos. Ja. Ja, klar. Rechts-Links-Lenker ist anders, ne? Also Anlasserkabel und so. Aber selbst obwohl Rechts-Links-Lenker, ist der eigentliche Motorkabel auf der richtigen Seite. Genau, das sieht schon ziemlich gleich aus. Vor allem, guck mal, wenn ich hier sehe, orangenes Kabel, orangenes. Ja. 1, 2, 3, einige weiße. Ja. Das könnte schon ähnlich sein. Aber warte mal, der ist doch hier, wenn wir jetzt mal die Kerzen nehmen. Ne, das ist leider. Ja, ich weiß, wir standen da vorne, es war anders. Ja. Ah, hier. Der ist tatsächlich noch weiter hier. Genau. Ja, okay. Also du kannst hier jetzt natürlich irgendwas zwischensetzen, ja, ne, um da ranzukommen. Gibt's hier nochmal eine kleine Pipe. Achso, ich kann dir sagen, warum. Der wird genau dann vor dem stehen. Deswegen werden sie ein bisschen nach da gesetzt haben. Weißt du, weil der Anschluss wäre eher hier. Ja, stimmt. Und da wird die Pipe vor sein. Das hier ist das Rohr. Da haben sie auch ein männliches Rohr reingezittert. Ja, ja. 300 PS, ne? Ich glaube, so war das. Ja. Ja, guck mal, wenn der noch weiter wäre, würden wir eher hier sitzen. Das wird das Problem sein. Ja, aber der Kühler sitzt mit dem Anschluss gefühlt. Ja, wir können ja gucken. Hier. Wir können ja gucken. Also, ich würde den Kühler jetzt auch erstmal drin lassen. Vielleicht haben wir ja Glück und können das hier zwischen einfach adaptieren, weißt du? Weil, genau. weil hier ein kleines Alurohr zwischensetzen ist ja wirklich das Einfachste. Ne? Sonst sind unten Anschlüsse für Getriebe, Kühler und sowas, alles ist alles gleich. Klimaleitung? Gleich. Auch gleich? Ja. Das heißt, können wir gleiche so Punkte, genau. Können wir so einfach lassen. Genau. Nicht, dass uns... Ah, Tatsache, guck mal hier, der hat sogar den gleichen... Nicht, dass uns noch zu warm wird, ne? Jetzt sogar das gleiche, ja. Den gleichen Schnuffi da drauf und so weiter. Das ist wirklich alles identisch. Sonst Achse auch absolut identisch. Kardanwelle? Ich würde sagen identisch. Wollen wir einmal mit dem Zollstock messen? Können wir machen. Ja, 1,36. Aber warum muss die bewegt sein? Warum ist da ein Knick drin? Warum? Länge oder? Nee, warum da nochmal so ein Gelenk drin ist. Weil du niemals es hinkriegst, dass der Flansch von dem Diff und der Flansch von dem Getriebe genau zueinander parallel sind. Okay. Weißt du, das heißt, wenn der Motor leicht so steht und das Diff leicht so steht, dann kann ja die Welle nicht parallel, also die kann ja nicht einfach nur gerade durchgehen. Ja, okay. In gewisser Weise kann natürlich das Hardy-Gelenk das ausgleichen, aber wenn das Hardy-Gelenk dauerhaft schräg laufen würde, ist das schneller kaputt, also guck mal. Deswegen, länger. Echt? 2 cm. Der, definitiv 2 cm. Okay, ja, dann wird das garantiert hier im Diff liegen. Achso, ja klar, sieht man ja so schon. So, das hier ist unser Turbo-Diff. Genau, das ist Turbo-Diff. So, wenn ich jetzt bei dem Turbo-Diff mal so nur grob Flansch anfange, bis Kardanwellen-Flansch anfange, bin ich bei 22? Nee, auch 22. Am Schraubpunkt kann nicht anders sein. Getriebelänge? Ist das eine Getriebe Tatsache? Das sind auf jeden Fall die Punkte, warum wir ein ganzes Auto gekauft haben. Ja. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt anfangen, eine Kardanwelle zu suchen. Ja, ja. Super eine Kardanwelle für den Toyota Aresto Courier Z. 69? Ja. 71. Der ist 2 cm länger. Ich würde sagen, der Flansch ist das hier, ne? 65? Das ist geholfen. Nee, der Flansch. Ist täuscht, weil hier jetzt noch die Scheibe drauf ist. Ja, guck mal hier. Da ist das Gussgehäuse hier zu Ende bei dem. Und Tatsache hier das Ganze mit den Schraubpunkten hier oben, hat der gar nicht. Also es ist Tatsache anders. Doch ein bisschen anders, ne? Bin mir auch echt nicht sicher, ob das gangmäßig gleich war. Dafür bin ich zu wenig mit den beiden Autos gefahren. So, und jetzt überleg mal, du baust das Ganze da ein, baust das andere, das alte Diff lässt du hinten drin und hast eine andere Achsübersetzung. Da legst du richtig schön die Karten mit.
dann geht nämlich gar nichts mehr, ne? Weil in dem Fall Heckantrieb kann man natürlich über die Achsübersetzung dementsprechend die ganze Übersetzung anpassen. Das heißt, da geht dann gar nichts mehr. Okay, das heißt, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wir müssen Kardanwelle auch vom Turbo nehmen. Wichtig ist, dass wir das Schwert dann hinterher noch umbauen, ne? Weil Schaltkulisse werden wir auch tauschen müssen. Also ist auf jeden Fall anders. Liegt ja leider daran, dass hier diese Kühlrippen fehlen. Das hat Kühlrippen drauf, das hier nicht. Ich hätte ja niemals gedacht, dass unser Sauger-Diff hier überhaupt heil ausgebaut wird. Weil hier hat ja allein auf PS, jetzt hat die eine Seite ja glaube ich 2000 Kilometer mehr gedreht als die andere. Ne? Aber man sieht mal halt so schon, dass es ein komplett offenes ist. Das ist halt definitiv offen hier. Hier kann man übrigens gerade mal cool zeigen, was passiert mit einem offenen Diff. Offenes Differential. Ich bewege diesen Flansch ein Drittel von hier nach hier. Und achtet mal drauf, wie wenig sich das hier bewegt, weil sich beide bewegen. Jetzt halte ich eine Seite fest. Und schon kriegt es doppelte Drehzahl. Also es ist vielleicht ein Tucken vorgespannt, aber ich dachte, das ist auch keins für eine Spanne. Das wird wahrscheinlich mal genau. Selbst der Kameramann schon im Kopf schüttelt. Dann weiß man schon, dass es keine Spanne hat. Das Sauger-Diff wird wahrscheinlich mal genauso gewesen sein, bevor wir es misshandelt haben. Ich würde tatsächlich das einbauen hier. Ja. Und wenn die Technik läuft und alles geil ist, gönnen wir uns nochmal in das andere eine Sperre rein. Dann müssen wir nochmal bei Westwood. In welches sind das? Ja. Bei Westwood oder Drexler oder so fragen. Ist ja egal, welches dann. Weil tendenziell sieht das Sauger sogar stabiler aus. Mit den Rippen so. Ja. Aber das wird ja egal sein, weil die Abmaße haben wir jetzt ja gecheckt, sind gleich. Die Besetzung ist gleich. Das heißt, wir bauen jetzt das Turbo ein, um sicher zu gehen. Ja, dann gucken wir. Dann müssen wir nochmal leider gucken, was wir mit Auspuff machen, weil die Tüten können wir eigentlich beide nicht mehr anbauen. Nee, die sind leider schon ein bisschen fertig beide, ne? Ja, dann lassen wir mal einmal hier Zahnriemen gucken. Einmal mal Zahnriemen gucken, 10er Abdeckung. 5er Imbus? Ja, und 10er hier. Ah, die Heizung nochmal an hier. Ja. Man denkt immer, dass ein Flugzeug neben am Start. Ich dachte gerade auch, was ist jetzt los? Flugzeug. Die Boeing wird nebenan nochmal. Ich hab gar keinen Bock mehr in der Kette zu stehen, ne? Die Boeing nebenan wird gestartet. Zum Abschluss jetzt nochmal 7 Schrauben abreißen. Der ist neu, ne? Ich überlege die ganze Zeit noch, was wir eigentlich mit dem Kollegen machen hier. Ja, eigentlich in Gold, ne? Ich würde den eigentlich auch in Wagenfarbe, fühlen. Ja, echt? Auf jeden Fall. Ich finde dieses Blaue schon irgendwie... Ja, das ist halt einfach 2JZ eigentlich so, ne? Das ist halt einfach Supra. Aber wir haben ja eigentlich auch einen Lexus und kein Toyota. So, ne? Weißt du? Weiß ich, deswegen glaube ich schon, dass man... Wagenfarbe wäre wohl flexibel. Ich glaube auch, dass man das in Gold ein bisschen machen kann. Riechen Sie gut aus, oder? Auch neu. Also wirklich neu. Hier seht ihr übrigens die VVTi. Also es gibt tatsächlich normale Motoren und VVTi-Motoren. Erkennt man über diesen Buckel hier. Da ist hier hinter quasi eine Verstellung für die Einlassnockenwelle. Also ist eine variable Einlassnockenwellenverstellung. Das heißt, da drin zieht quasi eine Verzahnung rein raus, welche dann das Rad verstellt. Können wir einmal ein bisschen durchdrehen. Mit so Boschi? Tatsache, ja. Mit so Boschi. Das ist die Tochter von Panasonic. Ja gut, hier so ein bisschen Zündkabel vielleicht mal gucken, ne? Ja genau, also ich würde schon einmal die ganzen Unterdruckkabel auch, ja. Weil man sieht ja gerade untenrum schon relativ wenig. Wir stecken direkt einen neuen Ölfilter dran. Und wir können ihn ja immerhin einmal so ein bisschen Kaltreiniger einsprühen und immerhin mit 2-3 Dosen Bremse rein, ein bisschen fresh machen. Ja gut, das Öl hier auf der Seite ist jetzt rausgelaufen, weil ich den Ölfilter einmal losmachen musste wegen Motorlagerlösen. Aber mit der Pipe, Alter, da wollten Sie es echt wissen. Ja. 76er Rohr für 300 PS ist schon sportlich. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Kosmetik, wir lackieren, dann wieder ganz entspannt rein und dann melden wir uns zurück und gucken, ob wir vielleicht anspringen. Einige Tage später ist tatsächlich einiges passiert hier. So, kann man so sagen, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber zieht es euch wirklich rein. It's magic. Jawohl. Sieht so schon aus, als wenn es der Original reingehört, ne? Ja. Also derjenige, der uns damit anhält und sagt, der Motor war nicht original da drin, der muss einfach diese Videos gucken, weil sonst kann er das unmöglich vorher wissen. So sehe ich das zumindest. Es hat wirklich alles oder fast alles Plug and Play gepasst. Nur so ein paar Kabel ändern und sowas, alles alle vom Sauger nehmen, Anlasserkabel und so. Aber es war jetzt in Summe doch aber schon mehr, als man eigentlich denkt. Nee, eigentlich nicht. Also, nein, es war wirklich alles eigentlich selbsterklärend. Ja? Also, haben die Japaner gut gemacht. Ja, wirklich. Also ich sage, jeder Golf 3 Umbau ist mehr Aufriss als das hier. Bis jetzt, ne? Was haben wir jetzt gemacht? Es ist komplett drin, Motor, Getriebe, Kardanwelle, Diff, Antriebswellen vom Turbo. Genau. Achsträger,
Ist aber der alte. Genau, Achsträger ist der vom Linkslenker. Motorkabelbaum logischerweise vom Turbo, Motorsteuergerät auch vom Turbo. Ja. So. So ein paar Baustellen sind noch wie, aber klar, das ist halt so, also hier kommt jetzt das Problem, dass es den Motor in dem Auto halt nie als Linkslenker gab. Ja. Deswegen gibt es solche Teile auch nicht, wie zum Beispiel einen passenden Gaszug. Der Saugergaszug ist, der lag vorher so, ist halt zu kurz. Einen Turbogaszug gibt es nur als Rechtslenker, das heißt, da frickt man wahrscheinlich einfach den rein. Genau das gleiche ist auch hier beim Wasserkühler. Das ist jetzt doch der alte Saugerwasserkühler. Da ging der Schlauch stutzen bis hier. Auf den ersten Blick würde man immer denken, es passt. Tut es aber nicht, weil hier dann ja auch noch das Druckrohr und so weiter durchgeht. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Ich würde ihm ehrlich gesagt am liebsten... Boah, guck mal, hier noch der originale Toyota-Kühler drin. Ja. Eigentlich würde ich ihm ganz gerne einen neuen Kühler spendieren. Allerdings ist das gar nicht so einfach, weil wir ja da auch doch, wir könnten da einfach den, der Turbo-Wasserkühler, der ist leider kaputt. Der ist ja, leider der hat ein kleines Loch oben, ne? Ja, müssen wir kleb und dicht mal, mal anrufen, müssen wir wieder geklebt werden. Oder wir gucken, dass wir so einen Kühler kriegen. Was ist sonst noch? Was ist sonst? Also hier hinten war noch Wasser, ne? Deswegen haben wir jetzt auch noch kein Wasser. Genau, drauf. Wasser ist halt noch eine kleine Baustelle, ne? Da ist leider der Wärmetauscher anders im Innenraum. Da liegt jetzt an der Ansaugbrücke... ist genau der Wasseranschluss für den Innenraum. Ah, hm. So, weil beim Aristo, sieht man hier wunderbar, ist der zweite Anschluss für den Wärmetauscher hier auf der Seite. Aber ich sage, da ist einfach nur, das ist egal, ob rechts oder links Lenker, ich sage, da ist einfach nur der Wärmetauscher anders. Und das machen wir aber dann, wenn das Auto von der Bühne ist, beide Türen auf, weil das Armaturenbrett wird rausgehen und dann tauschen wir einfach den Wärmetauscher. Und das heißt, da wird der Unterschied im Innenraum sein? Genau. Dass das Rohr hinter dem Armaturenbrett dort ein bisschen anders ist und da rauskommt, ne? Genau. Weil der eine Anschluss passt hier genau. Und der andere passt nur nicht. Ja. Ja, geil. Also sagst du, hat dir Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich kann mir vorstellen, wenn der gleich angeht, dann gibt es nochmal einen neuen Motivationsschub hier. Ich bin auch schon richtig hype drauf, muss ich sagen. Weil der hat ja als Sauger schon immer, war das einfach geil. Und ich erinnere mich nur an die Fahrt zurück von Benni vom Prüfstand her. Als Turbo schon nochmal. Genau. Eine Sache war dann halt noch, was ich erst hinterher gemerkt habe, der Sauger hat nur einen Zulauf für Kraftstoff. Und der Turbo hat einen Vor- und Rücklauf. Also der Sauger wird wahrscheinlich hinten in der Benzinpumpe irgendwo das Druckventil haben. Mhm. Also Benzindruckregler. Ah, okay. Und hier ist es klassisch gemacht. Das heißt, von der Japan-Praline auch noch... genau, einmal die Spritleitung, aber auch das passt alles Plug-and-Play. Pumpe getauscht und so weiter. Also die Pumpe hat dann auch wirklich nur einen Anschluss. Wie war das jetzt mit Wegfahrsperre hier? Auch selbsterklärend. Also ich hatte beide Schlüssel und habe einfach nur beide Schlüssel aufgemacht. Dann hast du so, das kann ich ja kurz holen. Ja, Florian wird noch richtiger Japan-Experte hier. Bald kommt 2JZ in den Dreier. Aber quer mit DSG. Also hier kannst du wirklich die ganze Platine mit Funk-ZV alles rausnehmen. Und dann habe ich das in den anderen Schlüssel einfach reingemacht. Jetzt sieht auch der andere Schlüssel wieder aus wie neu. Ja, ich würde schon sagen. Wir nur noch, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist Funk-ZV einmal anlernen. Mhm. Ich hatte da eine Anleitung im Internet gefunden mit 20... Auf Japanisch. Ja, so ungefähr mit 40 Sekunden 10 Mal auf und zu machen und Knopf A drücken und Knopf... Aber das... Okay, das heißt, du hast jetzt quasi nur aus dem Schlüsselbart und dem Schlüsselkopf einen Schlüssel gemacht, dass wir passend zu dem Motorsteuergerät den Sender oben haben und halt passend zu dem Schloss den eigentlichen Bart haben. So, du bist der Meinung, jetzt springt es an. Wegfahrsperren leuchtet es aus. Also sie hat vorher geblinkt mit dem Originalschlüssel. Aber er hat geblinkt, genau. Und jetzt ist aus. Also vielleicht hat er jetzt auch gesperrt, deswegen ist aus. Ja, aber dann würde er ja eigentlich nicht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert. Geil. Okay. Ah, dieser Geruch aus dem Innenraum für wieder, ne? Sind die Klappe oder was bei dem so krass? Ich glaube, der hat irgendeine Zusatzwasserpumpe, ne? Kann das und sein? Wie ist das jetzt? Normalerweise bräuchten wir ja Luftmengenmesser oder Luftmassenmesser hat der da. Luftmassenmesser hat der. Aber ne? Läuft ohne, einfach nimmt er irgendeinen Ersatzwert und fertig. Boah, wird funktionieren. Also werden wir gleich sehen, ne? Dran. Also selbst wenn du den das anklemmst, er misst ja nicht die Luft, die hier jetzt reingeht auf der Seite. Also nee, das ist egal. Dann lieber abgezogen lassen, dass er irgendein Ersatzwert. Dann müssen wir uns auch Gedanken machen um Ladeflügel als nächstes vorne, der fehlt noch. Mhm. Ich sehe das schon wieder eskalieren, dass wir da irgendwas Cooles für bauen. Ja, du hast ja hier, guck mal hier rein. Also du hast ja hier richtig Platz, ne? Platz ohne Ende. Wie war das mit TÜV? Muss man sowas eintragen? Ladeflügel? Ich dachte, also kältere Luft macht die Abgaswerte besser, so mit... Bei VR6 Turbo-Umbauten steht auf jeden Fall Netzmaß alles drin. Ja, drin, muss man noch eintragen eigentlich. Ja, zünd mal durch. Jawohl, ich habe
oder Z einfach mal. Es ist kein Sensor dran, es ist kein Luftmassenmesser dran. Und das Ding läuft immer noch. Als wenn er gar nicht an war. Ne? Klingt, finde ich, klingt wie Porsche. Ja. Dass der gleich so ruhig läuft, ohne Luftmassenmesser, ohne alles. Ne? Kommt was? Was? Wo irgendwie die im Leerlauf schon blasen, ne? Ja, ja. Alter, krass, halt mal Hand. Heftig, ne? Muss man nicht nur so Hand vorhalten. Aber Hand vorhalten, was dann. Alter, Sound ist echt der Hammer. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er noch ziemlich eskalieren wird mit dem Auto. Ich freue mich da auch so mega drauf, wirklich. Weil wenn wir erstmal dieses Auto, ja, wenn dieses Auto erstmal so wieder fährt, mit Lader, mit Leistung, mit Geräusch. Ich weiß gar nicht, wie viel Reifen wir zum PS jetzt einpacken werden. Wir brauchen in unserem Container hinten auf jeden Fall immer die Maschine zum Auf- und Abziehen. Ja, eigentlich bräuchten wir auch einen Satz Felgen noch, ne? Also einfach nur Felgen umstecken. Zum Rumbereifen, ja. Also theoretisch haben wir ja noch diese Alufelgen vom Aristo, ne? Die wir einfach hinten drauf stecken. Aber soll ja gut aussehen dabei. Ja. Aber krass, dass er so schön und sauber läuft. Echt, bin ich wirklich begeistert. Hier oben auslesen oder so können wir ihn ja eh noch nicht, ne? Theoretisch. Dann müssen wir nochmal ein Tool suchen, ein neues Tool suchen, das wir auslesen können. Mit meinem Tool bin ich nicht drauf gekommen. Weil das brauchen wir auf jeden Fall noch, ne? Mhm. Und ich denke mal, dann ist es auch einfach, die Kurse anzulernen, ne? Die 15 Power anzulernen. Dafür dann. So, Thema Auspuff. Jetzt gerade ist nur Hose runter. Ja. Also Cut und dann war es das. Nee, nicht mal Cut, glaube ich. Warte mal. Doch, Cut muss theoretisch schon dran sein. Weil zum Thema Auspuff muss Folgendes gesagt sein. Bevor wir den umgebaut haben, habe ich schon die ganze Zeit geguckt, welchen Auspuff gibt es mit EG-Genehmigung für den Lexus hier. Cut ist noch dran. Cut ist dran, ne, wollte ich sagen. Und dann war es das. Welchen Auspuff gibt es hier für den Barren mit EG? Und da gibt es tatsächlich einen von Fox. Und ich war eh mit den Kollegen von Fox in Kontakt, weil die bauen mir nämlich gerade für den Abarth die Titanschalldämpfer. Ja. Also Fox Sport Auspuff baut tatsächlich Titanschalldämpfer. Und ja, kurzerhand habe ich da mal... Ein Auspuff liegt. Geht ganz hoch. Also hört alleine auf. Jetzt kommen wieder tausende Kommentare, dass ich meine Bühne ölen muss. Ja. Aber so ist jetzt. Hier müssen wir nochmal eine Dichtung besorgen, ne? Ja. Wobei das diese Pressdichtung ist. Ne? Also, ja. Ein Glück haben wir nicht wieder angefangen und haben alles sauber gemacht und so weiter, sondern erstmal rein, dass alles fertig ist. Die Kabelbinder jetzt vorne, da ist jetzt. Nee, das ist ja unsere Unterbodenbeleuchtung. Ja, ne? Die habe ich jetzt erstmal hochgeschnürt. Los, komm her, lass uns den ausbauen. Ich bin echt gespannt. Ich habe gerade schon gesagt, den hatten wir uns damals schon angeguckt, bevor wir den umgebaut haben, weil das ist der einzige Auspuff, den es mit EG-Genehmigung dafür gibt. Ich bin gespannt. Aber geht der bis vorne hin oder müssen wir... Nee, der wird erst nach Diff. Der wird erst nach Diff gehen. Gute Fox. Weil sonst gibt es echt gar keinen. Willkommen bei dem neuen Unboxing-Tutorial. Beim Unboxing sind wir ganz schlecht, weil ich reiße immer alles. Ich reiße immer alles einfach drauf. Alter, also zwei Schritte. Allzu viel brauchen wir da gar nicht zu sagen, weil Auspuff made in Germany. Da fahren wir auf jeden Fall demnächst mal hin und gucken uns bei Fox einfach mal an, was da so geht. Weil, dass die Titantöpfe bauen, fand ich krass, weil wir waren ja wirklich so überzeugt von der Downpipe, wie leicht die ist. Ja. Die bauen Titan? Die bauen Titan auch Topf auf Maß. Also du kannst jeden Edelstahltopf von Fox auch in Titan bestellen. Krass. Das heißt, ich krieg für den Arbeit jetzt auch einen Titantopf, der am Ende da so sitzen soll, wie ich es mir gerne, wie ich gerne hätte. Mhm. So, und hier aber immerhin so ein bisschen Sound. Ne? Klar, jetzt sehe ich auch, dass das natürlich tüffig ist, weil das ist natürlich auch kein Rohrlichtmesser. Naja, mal zwei das Ganze, ne? Ja, weil irgendwas mit Ausbooster machen, weil das alte Ding können wir da definitiv nie anbauen. Mit EG, Alter. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Auspuff mit EG-Genehmigung ausgepackt habe. Ja, aber es ist krass, wie die Zeiten sich so ändern. Ne? Früher hat man immer einen Auspuff irgendwie selber gebaut. Ja, runtergefahrt, ne? So, und irgendwie hat es schon einer eingetragen und jetzt muss man halt wirklich schon immer anders überlegen. Das wird jetzt noch eine TÜV-Sache, weil dieser Auspuff ist natürlich erstmal
für EG mit dem Saugermotor, weil es das Auto nie mit dem Turbomotor gab. Aber das ist natürlich schon eine Basis. Eine Basis. Das ist ja nach Paragraph 21, ne? Einfach. Basis. Geil. Ja. Dann können wir ja bis dahin doch den 102 bauen, ne? Innenrohre, zweimal Ovale. Das waren so die klassischen, die wir dafür haben. Das Auspuffgummi hole ich mal. Ist Joni endlich froh, dass Titan-Dinger weg sind? Was sagst du schon los, wenn du auspuffst, wenn du drückst? Ja. Ist auch so klassisch, ne? Ja. Das ist classy. Ja. Aber stimmt, das sieht wirklich auch ein bisschen OEM aus, ne? Also ja. Original sieht es ähnlich aus. Ja. Also ich persönlich also finde es geiler. Mir gefällt es besser als die. Ich hatte bei den Runden immer das Problem, dass die, dadurch, dass der Ausschnitt flach ist, logischerweise unten so weit rausgucken. Richtig. Und das war irgendwie so ein bisschen... Wollen wir reinigen? Das war ein bisschen komisch. Nee, ich würde sagen, es reicht für das Video hier. Den Sound-Spaß kriegt ihr lieber im nächsten Video. Wir machen jetzt weiter ein paar Kleinigkeiten. Können leider nicht alles immer zeigen, weil wir wollen hier eher vorankommen, weil PS-Days sind bald. Aber ihr kriegt auf jeden Fall regelmäßig ein Update und dann fährt das Ding wieder. Ja. Vielen, vielen Dank. Nicht dafür. Immer wieder gerne. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Hinterreifen ich bestellen soll. Aber Flo wird es mächtig fliegen lassen bei den PS-Days. Ja, danke fürs Zuschauen. 2JZ GTI ist drin, läuft, ist geil, macht Spaß, bockt und bis zum nächsten Mal. Ciao.